Willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 2. Ja, wir sind immer noch hier dabei, die Mauer einzureißen. Unsere kleinen weißen Pikmin brauchen da noch eine Weile. Okay, das sollte aber fast gleich zu Ende sein. Ich habe ein wenig gewartet, bevor ich den Part angeschaltet... Bevor ich den Part gestartet habe, habe ich... doch, fertig. Sehr schön. Die müssen ja noch das Gift da wegmachen. 1, 2, 3, 4... Und ich habe da Angst wegen der Blume da hinten. Das ist eine Mutantenblume, für die, die es nicht wissen. Hier könnt ihr auch nochmal eine Hilfe haben. So, dann gehen wir ein bisschen nach hinten. Ich bin ja Louis, ich will Olima sein. Wir nehmen die lilanen und jeden roten, den wir haben. Keine weißen, mein Freund, keine weißen. Zwei. So, und ihr zwei kommt mit mir. So, wir opfern ein. Der wird natürlich nicht sterben. Komm her. Okay, okay. Oh nein. Komm schon, tötet ihn, tötet ihn. Oh Gott. War knapp, war knapp. So, bevor wir jetzt irgendwas machen, wir müssen diese Brücke hier aufbauen. Damit wir das Ding nicht einmal komplett außen rum tragen müssen. Okay, aber es geht relativ schnell. Wo geht es denn hier lang? Ah, hier kommen wir nicht ohne blaue Pikmin weiter. Sehr schön. Louis, kommst du? Du kannst mit dem Weißen hinterherlaufen. Yay. Okay, ich hoffe, keiner von denen ertrinkt. Nein, scheint nicht so. Okay. Lila Pikmin. Ja, ein neuer Globus. Hat aus Australien. Faszinierend. Dieses Objekt ähnelt jenem, das sie im friedvollen Tal gefunden haben. Wenn ich es genauer untersuche, kann ich vielleicht neue planetare Daten extrapolieren. Was ein Wort. Extrapolieren. Noch nie in meinem Leben gehört. Okay. Die müssen das erst ausgraben. Ja, dann helft mal hier alle mit. Am besten nicht alle, damit hier auch noch ein paar an dem Ding arbeiten können. Wie viel brauchten das? Ah, nur 10. Okay, das kriegen die alle hin. 169. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann kommen wir auch nicht mehr hier weiter. Das war's dann eigentlich, weil wir nichts weiter machen können. Dann würde ich sagen, sammeln wir noch ein paar Bären, bis der Tag zu Ende ist. Und dann soll's das gewesen sein. Solange das Vieh hier nicht alle weggefressen hat. Okay. Na, natürlich hat er alle weggefressen. Kommt mal her, Freunde. Das Vieh kann euch ja wenigstens nicht killen. Deswegen könnt ihr mal hier helfen. So, du auch, Kleiner. Bleib du hier, Louis. Okay, hey, das Vieh muss sterben. Na, super. Warten einfach. So, und wir bekommen gleich den nächsten Globus. Das nächste Globus-Teil. Na gut, wenn das Teil einfach nicht kommt. Dann kümmern wir uns um die Bären. Name Topographie-Projektion. Sehr schön. Auch diese Hemisphäre beinhaltet einen verborgenen Mikrochip. Ich werde versuchen, die darin enthaltenen Daten zu entschlüsseln. Ja, ja. Entschlüsselung abgeschlossen. Okay. Ja, wir bekommen ein neues Weltenteil. Übersichtskarte verfügbar. Sehr schön. Los, alle hier ran. Na, jetzt kommt das Vieh wieder. Stirb, stirb, stirb. Wie der sich einfach nicht von seinem Ziel abhalten lässt. Umo. So, kommt mit. Schön, wie dieser eine das Ding da noch mitträgt. So, hier können ein paar drauf. Und hier können auch noch ein paar drauf. Und die lila Beere habe ich jetzt noch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wofür die gut war. Was hat denn die lila Beere gebracht? Ich weiß nicht, ob ich es heute noch rausfinden werde. So, das Ding könnt ihr dann noch mitnehmen. Du sollst da nicht hoch. Ich glaube, dass wir es nicht mehr rausfinden werden, oder? Ich meine, ich könnte. Theoretisch. Ja komm, was soll's. Wir nehmen einen lilanen mit. Und ein paar rote. Ich sagte ein paar rote.
Hier würde eigentlich schon reichen. Ja, komm, was soll's. Eigentlich können wir den Tag beenden. Eigentlich. Oder sind hier schon wieder neue Bären? Nee. Ja, was soll's, komm, jetzt lauf ich schon mal hier außen rum. Dann können wir das ja machen. Dann bleibt halt Louis mit dem einen lilanen Kumpel hier unten stehen. So, zack. Okay, Freunde. Und alle da hoch. Okay, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Der Tag ist fast zu Ende. Okay, das kann jetzt eine Weile dauern. Vielleicht hätte ich mich früher dafür entscheiden sollen. Ich hoffe, das Geräusch geht euch nicht auf den Sack. Okay, sehr schön. Louis, du bleibst hier. Ich gehe mit all den Pikmin. Du behältst den einen hier in deinem Team. Ulmo. So, dann nehmen wir noch die Bären hier mit. Hoffentlich klappt das noch rechtzeitig. Na, super. Ich glaube nicht. Wer weiß. Komm schon, nimm sie mit, nimm sie mit. Pikmin, die wir nicht bei uns im Team haben, aber dafür da hinten sind, denen passiert nichts. Okay, wir sollten alle haben. Hoffe ich mal. Kommt schon, das kriegt ihr noch hin, das kriegt ihr noch hin. Kriegen wir es noch hin? Kriegen wir es noch hin? Nein, schade. Okay, ich glaube, eine Beere ist da noch liegen geblieben. Sehr schön. Ah, das knackste mal gerade mein Finger, tut mir leid. Okay. Dann können wir einfach los und können uns ins nächste Gebiet begeben. Ist doch sehr, sehr schön. Sind wir erstmal für eine Weile nicht mehr hier, schätze ich. Aber das sollte uns nicht stören. Okay, so, Statistiken, Tagesbericht, wie auch immer. Ja, ein paar Sachen haben wir gefunden, immerhin. Pikmin sind, die Roten sind gestiegen. Wir haben keine verloren. Eine neue Mail. Olima, gute Arbeit. Hiermit ernenne ich Sie zum festen Manager. Drücken Sie C, um Arbeit zu teilen, minus um welche an Ihre Untergebenen zu delegieren. Das weiß ich doch schon alles, mein Freund. Speichervorgang. Das Spiel wurde gespeichert. Und wir haben ein neues Gebiet freigeschaltet. Das da links ist. Sehr schön. Die mythischen Quellen. Nice. Hier landen. Und falls ihr es noch nicht gemerkt habt, die verschiedenen Areale. Es gibt fünf verschiedene, aber vier von diesen Arealen spiegeln halt die jeweiligen Jahreszeiten wieder. Wir waren ganz am Anfang im Winter, dann im Frühling. Ich glaube, das hier ist Sommer. Und ja, es gibt noch Herbst. Ich glaube, es gibt fünf. Gibt es fünf oder vier? Ich weiß es nicht mehr. Ich nehme wieder 10 Lilane mit, wie immer. Ich weiß nicht, ob ich weiße Pikmin mitnehmen soll. Ich glaube, fürs Erste nicht. Deswegen nehme ich mal nur rote mit. Und wie ihr sehen könnt, hier scheint wieder irgendwas im Gange zu sein. Weil wir können nicht volle Anzahl der roten Pikmin, volle Anzahl der Pikmin mitnehmen. Oh Gott, diese Frösche. Oh, da sieht man sie auch schon. Gelbe Pikmin. Sehen Sie dort in der Ferne wilde Pikmin. Können Sie sie sehen, Captain Olimar? Ja, kann ich. Dies sind gelbe Pikmin. Sie sind auf sie gestoßen, als sie auf diesem Planeten notgelandet sind. Korrekt, korrekt. Es wäre äußerst hilfreich, wenn Sie sich an sie erinnern könnten. Ich kann mich an sie erinnern. Ja, ja. Okay, mal schauen. Ich hoffe, wir kommen heute noch an die ran. Ich würde gern diesen Frosch da umlegen. Geh drauf, geh drauf, geh drauf. So, am besten stunt man die echt mit den lila Pikmin. Und dann ist alles gut. So. Ich glaube, das waren 7, ja. Hier, bitte. Eine Höhle. Die Frage ist, will ich in diese Höhle? Ach Gott, muss das jedes Mal kommen, wenn ich eine neue Höhle entdecke? Diddlidip. Meine Sensoren empfangen wenig weisungsvolle Signale. Ja, okay, könnte bedeuten, voller fieser, böser den Käfer ist. Okay, kann ich da auch ohne die gelben Pikmin rein? Nein. Ja, ihr seht schon Blitz. Aha. Wir brauchen nur vorhin irgendwas, was gegen Blitze oder Elektrizität immun ist.
Wie es aussieht, sind das die gelben Pikmin. Okay. Ah, hier kommen wir hoch. Da. Glaube ich, hier kommen wir hoch. So, erstmal alle hier hochwerfen. Ja, los, meine Pikmin. Oh Gott, das dauert immer lange. Okay, ich werfe gleich ein lilanes Pikmin nach da links. Nicht, dass ich es vergesse. Hier. Nein, zwei sind da unten geblieben. Kommt her. Kommt hier hoch. Du auch, Kleiner. Okay, er hat es geschafft. Los, hoch mit euch. Den einen lassen wir fürs erste Mal da unten. Und dann versuchen wir... Ach komm, natürlich brauche ich Lieder. Oh Gott, was bist du denn? Es wird vielleicht problematisch mit den gelben Pikmin. Hey! Auf ihn! So erledigt man Gegner, Freunde. So und nicht anders. Okay, zack. 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 Okay, das lasse ich, glaube ich, auch erstmal für die gelben. Oh Mann. Wo geht's hier entlang? Ja, ich muss an dem Viech da irgendwie vorbei. Hey! Los, killt ihn! Ey, der Fette von hinten kommt auch schon direkt an. Okay, los, killt ihn. Sehr schön. Ja, was ist denn das? Aha, sieht aus wie so eine Art Pilzbefall. Ah, was Fremdartiges. Blablabla, interessant, registriere das, andere Pflanze darunter ersticken. Okay, dann wollen wir das doch mal weghauen, würde ich sagen. So. Leute, was tut ihr? Nicht ertrinken. Die haben es einfach reingeschmissen. Ihr Deppen. Achso, okay, hier kriegen wir schon mal einen neuen Weg. Sehr schön. Kommen wir hier wieder zurück. Ich würde sagen, Olimar geht den anderen Weg zurück. Und holt sich dabei das lilane Pigment. Ah Gott, das Vieh wird scheiße. Ich kann mich an das erinnern. Die waren nicht toll. Die waren gar nicht toll. Na super. So, dann müssen wir wenigstens nicht hier wieder 5000 Pikmin die ganze Zeit hoch und runter schmeißen. So, komm du mal mit. Ich trag den lieber, dann sind wir schneller unterwegs. Ja, das ist so meine Taktik, mit nur einem einzelnen Pikmin durch die Gegend zu rennen. Ah ja, das ist auch ein Gebiet aus Pikmin 1. Ah, da hinten ist man, glaube ich, früher gelandet. Wow, was seid ihr denn? Da. Okay, Louis. Schon wieder ihr? Wow. Nein. Oh Gott, gerade noch gerettet. So, kommt ihr mal her. Geht da runter. So, ihr könnt dann so lange hier drauf. Na los, nimmt uns die Beeren mit. Hey, Freunde, nein. Noch nicht. Da sind Gegner. Los. Nein, ihr sollt die Früchte noch nicht mitnehmen. Hey. Nein, nicht mitnehmen. Gott, war das knapp. Okay, ich weiß nicht, ob das schon alle waren. Ich laufe hier lieber erstmal noch einmal lang. Ja, das waren noch nicht alle. Okay, das sollten alle gewesen sein. Okay. So, könnt ihr alle schön mitnehmen. Was, mit die explodieren nach einer Zeit? Wie mies. So, das Ding könnt ihr auch mitnehmen. Genauso wie das. Okay, dann lassen wir zu Hause noch ein paar Pikmin übrig. Und das sollte es gewesen sein. Und ich glaube, wir können jetzt auch so einen lila Saft herstellen. Eigentlich sollten wir das Zeug für die gelben Pikmin da lassen. Ja, lass das lieber für die gelben Pikmin da. Da. Yay! So, was macht das nochmal? Ultra Bitterspray vor, ja? Hoch effektiv ist. Nennen Sie sich und drücken Sie. Oh!
Oh, okay, ja, das tut Gegner versteinern. Und dann kann man sie halt leichter angreifen. Gut, das benutze ich gleich. Freunde, ihr da hinten kommt mal mit. Und ihr lasst das lieber für die Gelben da liegen. Jawohl, jetzt habt ihr schon bisher getragen. Das da nehmen wir auf einmal auf jeden Fall noch mit. Das Ding lasse ich mal da liegen. Das Ultra-Bitter-Spray benutze ich gleich für diesen einen Kumpan. Nein, das da lasst ihr liegen. Okay. So, Olima, wie geht's dir so? Olmo. Wir haben einen verloren? Verdammt, wir haben einen Pikmin verloren, Freunde, schon wieder. Und ich hab's nicht gemerkt. Dann würde ich sagen, lassen wir alle lila Pikmin da. Na verdammt, die müssen erstmal rein. Ich sagte alle lila Pikmin. Bitte. Yep. Na super. Nein, ihr sollt rausziehen. Danke. Doch, schon wieder? Okay. So, ja. Lass mich rausziehen. Nein, ich will rausziehen. So. Schön alles rausziehen. Was soll es gewesen sein? Nein. Kommt her. Nein. Oh Gott. Verdammte Pikmin. So. Moment. Ich glaube, 80 sollte passen. Okay. Und dann die ganzen weißen Pikmin. So. Das sollte so erstmal passen. Und dann sorgen wir uns erstmal um diesen Fetten da hinten. Ne? Gott, das wird nicht toll. Ich frage mich überhaupt, ob wir das noch heute schaffen werden, weil die Weißen brauchen erstmal eine Weile, um eine Mauer einzureißen. Ja, die können da eine super Party feiern. Okay, Louis, die Weißen bleiben bei dir, du gehst hier in die Ecke. Da solltest du erstmal sicher sein. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Ich mache zum einen das und zum anderen das. Und dann... Ja, okay, nein, du verschwendest meine Zeit. Lass mich den da angreifen. Ja, lass mich in Ruhe. Ich muss den angreifen. Los, alle auf den. Okay, das ging schneller als erwartet. Verdammt. Die Weißen sollten auch unter meiner Kontrolle stehen, dann hätten die die Mauer besser einreißen können, aber was soll's. So, die Mauer gehört euch, Freunde. Wir könnten uns eigentlich ein bisschen weiter umschauen, aber das bringt uns gerade nichts. Ich meine gar nichts. Obwohl, Louis sollte hier bleiben. Wir kümmern uns darum, dass wir ein paar mehr Beeren bekommen. Bevor diese Fettis da wieder alles wegfressen. So, hört ihr mal auf damit. Los, geht alle drauf. Einer von denen ist draufgegangen, sehr schön. Der andere leider nicht. Der noch so schreit, oh Gott, irgendwie tut er mir leid. Na, komm her. Okay, sehr schön, der ist weg. Das könnt ihr nehmen. Okay. So, wie läuft's bei euch? Na, geht. Ulmo. Okay, weißt du was? Ihr könnt das Teil da auch noch mitnehmen. Das ist zu weit weg für mich. Dann würde ich eigentlich sagen... wir legen einen Großteil der Pikmin erstmal hier rein. Noch nicht. Natürlich noch nicht. Erstmal sollen die hier alles reinbringen. Weil dann können wir erstmal hier mehr gelbe Pikmin züchten und dann ist das so erstmal besser. Okay, kommt her. So, dafür mache ich Folgendes. So. Gut, auch noch Farben. Okay, ich würde sagen, nehmen wir erstmal nur 60? Nehmen wir erstmal nur 60 rote. Sehr schön. Okay. Okay, mal schauen. Vielleicht sind neue Beeren gewachsen. Das wäre natürlich sehr schön. Ich brauche echt viel von diesem Ultra-Bitter-Spray.
Das ist mir gerade klar geworden. Ich war noch so am Anfang, ja, braucht doch kein Schwein. Und jetzt, jetzt bin ich echt dankbar dafür. So. Okay, ja, dann macht mal schön. Die weißen Pikmin sind gerade fertig. Ich glaube, ich gehe mit Louis hier rüber. Ja, nein, nein, nein. Freunde, das gehört nicht euch. Kommt her. Oh, die Weißen stecken da fest. Freunde hier, kommt. So, wir müssen uns jetzt ein wenig beeilen. Die gelben Pikmin hier. Kommt mal. Da, 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 da. Mit Ohren und Elektrizität. Das ist neu. Im ersten Teil hatten sie keine Elektrizitätskräfte. Und ich sehe gerade, ich überziehe ein wenig. Aber was soll's. Yay. Ja, starte meine Richtung. Hochgelegene Plätze, sehr großen Blabla-Ohren, ja, Ohren-Pikmin. Ja, die können höher fliegen als andere Pikmin. So, ihr kommt mal schön her. Und dann, hier, eins für dich, eins für dich. Ich hoffe, du nimmst auch dieses eine für dich. Du solltest dieses eine für dich nehmen. Ich glaube, die weißen, nein, 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 nicht zu rot, zu gelb. So, der Rest kann man hier ran. Eins, zwei, drei. Eins. So, sehr schön. Ach, verdammt, jetzt muss ich die Pikmin aber ziehen. Das ist weniger optimal. Ich bin auch noch alleine, verdammt. Hey, was ist da los bei euch? Los, los, los. Das Ding hätte ich auch gerne noch. Ihr tragt zu gelb. Ja, ihr tragt zu gelb. Sehr schön. Dab, dab, dab. Okay, wie sieht's bei euch aus? Keine neuen Bären? Keine neuen Bären. Okay, hier werden wieder neue gezüchtet. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir den Dicken mitgenommen? Oder ist... Ah, nein, der ist einfach explodiert. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, wie es aussieht, gibt es dann hier nicht allzu viel für die Kleinen hier zu sammeln, leider. Okay, aber trotzdem ein paar gelbe Pikmin würde ich gerne noch züchten. Wenn es dann die Zeit erlaubt. Da liegt noch irgendwas, perfekt. So, trinkt alle, trinkt alle, trinkt alle. Ja, die haben es alle geschafft, sehr schön. Ja, nimmt das mit. Und ich weiß nicht, ob die das hier noch schaffen werden. Ich befürchte, nein. Ich befürchte, nein, aber man kann ja mal hoffen. Kommst du zu mir? Sehr schön. Okay, dann können wir uns noch kurz um die da hinten, die gerade gesehen. Sprossen sind. Oh fuck, hoffentlich kriege ich das zeitlich noch hin. Hoffentlich kriege ich das zeitlich noch hin. Gott, 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 Gott. Die haben keine mehr gelegt? Nein? Okay, perfekt. Ulmu. Okay, auf zu den gelben Pikmin. Oh Gott, hoffentlich kriegen die das noch hin. Warte, ich habe 49 bei mir. Wo sind die? Ach hier, die kriegen das sogar noch hin. Sehr geil. Hier liegen Pikmin, hier liegen Pikmin. Okay, da sind 15. 62 bei mir. Verdammt, okay. Oh Gott, habe ich jetzt jedes Pikmin? Wenn nicht, dann wird das echt schlimm. Hindernisentferner. Okay, 23. Und wie viel habe ich? 77, okay. Puh. Okay, alles ist gut. Alles ist gut. Ich bleib mal lieber Louis zur Sicherheit. Hey, 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 das gebrettert. Ach, der Arme. Okay, alle sollten in Sicherheit sein, hoffe ich mal. Die Gelben laufen jetzt bis zu ihrer Basis? Hoffe ich doch. Ja, die laufen einfach zurück, den ganzen Weg komplett allein. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich ein wenig überzogen habe. Oder ein etwas längerer Part. Ja, das überspringen wir alles, wenn der Part ein bisschen kürzer wird. Vielleicht will eine Aufnahmepause machen, deswegen sollte der Tag zu Ende sein. So, Pikmin. Wir haben einen Haufen neuer Pikmin gesammelt. Sehr, sehr schön. 28 Gelbe, okay. Ein wenig gestiegen, ein wenig gestiegen. Eine neue Mail. Ulima, schlimme Neuigkeiten. Ich dachte, unser Kredit stammt von Happy Hockey-Teile Anleihen. Aber kommt von alles verschlingende schwarzes Loch-Kredithaie. Ups. Gott, Chef, was hast du da nur angestellt?
alles verschlingt. Schwarze Loch-Kredithaie. Geil. Okay, wir werden im nächsten Part auf jeden Fall mal wieder zurück hierher kommen und die blauen Pikmin befreien. Aber das war es erstmal für heute. Mein Name ist Jesus und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.